Sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich hier bei der Deutschen Bank, bei den neuen Türmen der Deutschen Bank willkommen heißen und Ihnen ganz herzlich auch danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Türme sich anzusehen, aber viel wichtiger heute Abend auch die Kunst in den Türmen sich anzusehen. Nun, was ist neu am Konzept? Wir haben gefunden, wir nehmen Künstler, die vorwiegend nach 1970 geboren sind. Dadurch kommt eine ganz neue Generation in die Türme. Das zweite Neue ist, dass wir vom Konzept von vorwiegend deutschen Künstlern in einer globalisierten Welt, in einer Welt, wo die Deutsche Bank sich auch globalisiert hat, wir Künstler aus allen Weltregionen, junge Künstler, Werke auf Papier gewählt haben, Fotografien, Zeichnungen, Werke auf Papier aus allen Weltregionen. Okay. Thank you all for coming here this evening. I will be very brief because I think the project speaks for itself. 60 floors of extraordinary art. That is part of the living fabric of this organization, of this bank. I cannot really think of any public company that has such an enthusiastic commitment to the idea that art and culture are also fundamental to how they do business. Mein Dank geht zuerst noch einmal an die Künstler und ich möchte wirklich alle nennen, die teilweise eben aus Mali zum Beispiel über die Kamera gekommen sind. Und von den 60 Etagenkünstlern kann ich heute begrüßen Shirin Alibadi, Mike Bouchet, Osman Boskur, Jan Kalowski, Mohamed Kamara, Larissa Fassler, Samuel Fosso, Ivan Grubanov, Martin Liebscher, Paola Piwi, Tobias Rehberger, der hat es nicht so weit wie der Nettbuck, Solakow, Mathilde Teheine und Ayn Tweedy. Thank you very, very much for coming tonight to celebrate the opening, the reopening of the Tower. Yeah.